I started to travel, and travel's always great for making vlogs. And that brings us to yesterday when I got back to New York, to when I arrived in France and I tried to vlog and then I just quit. Und genau das gleiche wie dem Vloggott Casey ist mir leider auch passiert. Ich habe einfach in den ersten zwei Tagen dummerweise vergessen zu vloggen. Ich weiß nicht warum. Bis ich mich aber wieder aus Russland melde, was passieren wird, mache ich jetzt einfach aus dem Voiceover weiter. Und damit herzlich willkommen aus dem Voiceover. Wir sind jetzt quasi nach der Timelapse aus dem letzten Video. Und am Morgen wurden wir erstmal den Städtepartnerschaften nach in verschiedene Gruppen eingeteilt, also Karlsruhe, Krasnodar oder St. Petersburg, Hamburg. Sind dann anschließend zur Universität gefahren, wo wir von Studenten empfangen wurden. Die haben uns dort die ersten zwei Tage rumgeführt und anschließend wurden wir im Plenarsaal begrüßt. Recht schönen guten Morgen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendforums von Städtepartnerschaft aus Deutschland. Dann gab es auch gleich eine kleine musikalische Einlage, und zwar eine russische Volkslore. Und erstmal viel Spaß mit, es war auf jeden Fall sehr interessant, das mal so zu sehen. Anschließend haben wir uns wieder in unseren Gruppen zusammengefunden, sind in den Vorraum gegangen und haben einfach mal ein kleines Brainstorming betrieben, um Projekte zu finden, wie man die deutsch-russische Freundschaft stärken könnte und auch die Jugendarbeit verbessern. Danach gab es einen kleinen Visualisierungsworkshop für uns, in welchem wir einfach gelernt haben, kleine Zeichnungen zu nutzen, wie beispielsweise hier einen PC, um unsere Präsentation zu verbessern. Danach haben wir das Gelernte in die Tat umgesetzt, haben erste Präsentation gehalten und unser erstes Feedback eingeholt zu den verschiedenen Projekten. Und hier sieht man eine Visualisierung mit Hilfe von Knete, wo versucht wurde, ein Festival in verschiedensten Formen darzustellen. Und das war dann quasi unsere Aufgabe in den ersten zwei Tagen, immer wieder Präsentation halten, Feedback einholen, unsere Projekte verbessern und detaillierter ausarbeiten, um sie später mal auf einer etwas größeren Bühne zu präsentieren, was wir da aber noch gar nicht wussten. Doch dazu kommen wir später in einem anderen Video. Hatten wir noch einen Workshop über Projektmanagement und Finanzierung der verschiedenen Projekte, zum Beispiel durch deutsch-russische Förderungen. Und dies scheint in Russland ein sehr großer Feiertag zu sein, weshalb auch mitten in der Innenstadt eine Bühne nur für die Jugend aufgebaut wurde, wo wir uns jetzt auch gleich zusammen mit unseren Volunteers und unseren russischen Freunden hinbegeben. Und da sind wir über die Hauptstraße hingelangt und die ist auf jeden Fall sehr cool, so mit dieser Allee und dem großen Fußweg und viel Grün außenrum und verschiedene Sehenswürdigkeiten. Dort konnte man dann verschiedenste sportliche Aktivitäten ausprobieren, wie beispielsweise hier Aerobic. Dann gab es einen BMX-Trail, hier konnte man Breakdance üben und im Hintergrund gab es auch noch Just Dance. Auch eine große Bühne wurde aufgebaut, wie ich ja gerade eben schon erwähnt habe. Und da gab es dann verschiedene Tanz-Acts und Musik-Acts. Und das war mir auch sehr cool und sehr professionell, muss man mal sagen. Hinter der Bühne gab es dann noch diese Wasserspiele, die auf jeden Fall für die Kinder und auch für Erwachsene, wie man hier sieht, eine große Begeisterung waren und auch sehr schön beleuchtet. Der erste Tag ist vorbei, wir haben 0.19 Uhr. Ich bin jetzt seit ungefähr 40 Stunden wach. Wir sind noch nicht mal 24 Stunden hier und ich fühle mich einfach wie, seit ob ich jetzt seit drei Tagen hier bin, weil wir heute einfach so viel Input hatten. Und ich habe in den letzten 40 Stunden einfach nur anderthalb Stunden geschlafen. Ich frage mich selber, wie kann ich gerade hier sitzen und penne nicht wie alle anderen. Ich fühle mich auch noch nicht wirklich müde, aber ich will mich jetzt nach der Aufnahme gleich direkt ins Bett legen, weil um 7 oder 7.30 Uhr, in 7 Stunden muss ich wieder aufstehen. Dann geht's wieder weiter.
und müde wir waren, ging es dann auch direkt weiter mit unseren Projektphasen. Das habe ich euch aber vorhin ja schon gezeigt, deshalb springen wir jetzt direkt in den Abend. Und da war dann quasi vor der Philharmonie nochmal so eine Volkslore und verschiedene Marktstände eben hinten dran. Und in diesem Abendprogramm war quasi einfach die offizielle Eröffnung der Städtepartnerkonferenz. Denn es war ja nicht nur das Jugendforum, an dem ich jetzt teilgenommen habe, sondern parallel auch noch die normale Konferenz für Wirtschaft, Politik, Soziales und Sport und noch weitere Themen. Los ging es an diesem Abend dann mit einem russischen Tanz auch innen nochmal. Ich denke mal, man kann es wie ein Staatstheater quasi vergleichen. Wie es sich für so eine Eröffnung gehört, natürlich mit Reden. Dies waren natürlich politische Reden, da auch die beiden Außenminister aus Russland und Deutschland da waren. In den anderen Reden gab es aber auch immer wieder Seitenhiebe auf die aktuell sehr angespannten deutsch-russischen Beziehungen. Sehr geehrter Herr Außenminister, lieber Sergei Lavrov. Nachdem aber alle politischen Reden vorbei waren und auch noch eine deutsche Gruppe aufgetreten ist, aus Karlsruhe, Artico heißt sie, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ging es dann zum russischen Empfang. Das heißt, einfach ein Stehempfang mit Getränken und Essen und man konnte sich ein bisschen austauschen, networken und einen schönen Abend haben. Das waren die ersten beiden Tage zusammengefasst. Im nächsten Video mache ich persönlich eine neue und sehr krasse Erfahrung. Doch seht selbst, macht's gut bis dahin und ciao.